Mit dem Fingerabdruck kann man in Zukunft bei der WKB via Internet auf sein Konto zugreifen. Mit dem neuen System der Firma Axionix soll die Sicherheit und der Komfort für den Nutzer verbessert werden. Die BKB ist das erste Unternehmen, das den Internetpass der Bieler anwendet. Wichtig auch ist der heutige Tag, weil wir mit der BKB auch zusammen das TaxMe-Portal der Steuerverwaltung, KPD-Versicherung und Quickline die gleiche Technologie akzeptieren werden. Im August und im September werden die das aufschalten, das ist auch wichtig für uns. Und das Dritte, was wichtig ist, ist natürlich, dass die Technologie, die wir jetzt über lange Zeit entwickelt haben, dass die jetzt wirklich zum Leben kommt und einen guten Nutzen bringt. Auf der einen Seite für die Bank, aber auf der anderen Seite auch für den Nutzen davon. Die BKB ist stolz, dass sie schon früh das Potenzial von dieser Idee und von dieser Firma erkannt haben. Uns freut es natürlich als BKB insbesondere, es ist eine Bieler Firma, also es ist eine Firma aus unserem Umkreis. Die Firma haben wir schon länger mit ihr zu tun gehabt. Wir haben so über unsere Stiftung, die wir zusammen mit der Berner Fachhochschule haben, die Stiftung für technologische Innovation, da haben wir im 2005 die Firma schon mit einem zinslosen Darlehen können unterstützen. Das Produkt hat sich super entwickelt und von dem her freut es uns natürlich wahnsinnig, dass wir da schon dann können einen Beitrag leisten und heute auch dürfen Kunde sein von der Axionix. Sogar mit einem mobilen Gerät wie einem iPad wird es möglich sein, praktisch ohne Sicherheitslücken auf sein E-Banking-Konto zuzugreifen.